Ja, hallo und willkommen, meine Freunde, da draußen an den Empfangsgeräten. Heute gibt es ein paar Neuigkeiten zum Bumblebee-Film. Einige von euch werden es ja sicherlich schon gesehen haben. Wir haben ja das erste Verpackungsbild eines VW Käfers Merchandising zu dem Film Transformers Bumblebee, der Ende 2018 in die Kinos kommen wird. Und wir sehen hier das Bild. In der Mitte natürlich der VW Käfer. Es ist ein ferngesteuerter VW Käfer mit der dazugehörigen Fernbedienung. Der Hersteller ist Digi. Der Maßstab ist 1 zu 24, der Käfer hat Licht und es ist angegeben, in welchen Fahrzeugrichtungen sich der Käfer bewegen wird. Also links, rechts, vor und zurück. Aber das Auffälligste ist sicherlich das Computerbild, das CGI-Bild von Bumblebee auf der linken Seite. Das schauen wir uns etwas genauer an. Dort erkennen wir wirklich einige Fahrzeugteile wieder, vor allem an der Hüfte. Wir haben die hinteren Kotflügel von Bumblebee. Dort erkennt man natürlich die Rückleuchten und diese Form der Kotflügel. In der Mitte, im Bauchbereich, haben wir ein Schwungrad und ein Zahnrad mit dazugehörigen Zahnriemen. Sehr, sehr cool. Das spiegelt den VW Käfermotor ganz deutlich wieder in diesem Bereich. Dann haben wir die Unterarme. Sie ähneln ein bisschen Bulkheads Unterarme aus Transformers Prime. Der Oberarm sieht ein bisschen anders aus. Dann haben wir hier seine Hand. Bumblebee hatte nur vier Finger. Dann haben wir auf der Schulter oben den vorderen Kotflügel des Käfers und wir sehen, dass es ein flacher Frontscheinwerfer ist, so wie die ersten Versionen von den Käfer rausgekommen sind. Und natürlich, das Kopfdesign von Bumblebee hat sich nicht groß verändert. Wir sehen immer noch seine Augen, seinen Mundbereich und links und rechts die beiden Öffnungen und natürlich die kleinen Hörner, wenn man das so sagen kann, die Battle-Masken hervorheben. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass mir das Design von Bumblebee eigentlich sehr, sehr gut gefällt. Wirkt sehr rund und spiegelt die Form des Käfers im Old Mode ganz klar wider. Ja, im Großen und Ganzen bin ich gespannt auf das komplette Bild von Bumblebee. Bin mal gespannt, wie die restlichen Charaktere aussehen werden. Zum Verpackungsdesign muss ich sagen, dass es doch sehr kindlich gestaltet ist, was ja nicht verkehrt ist, weil dieses Spielzeug ist ja eigentlich für Kinder ab 5 Jahren und in meinen Augen, ja, sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus. Der Käfer sieht im Film aber anders aus als hier auf der Verpackung. Kann aber natürlich auch sein, dass er im Film später diese schwarzen Streifen nachher noch bekommt. Oder es ist einfach nur ein Wiedererkennungswert an diesem Spielzeug, weil wir oben auf dem Dach das B sehen und dann das Symbol Bumblebee an der Seite und diesen zackigen Verlauf an der Seite, an der Unterseite der Fahrzeugflanke, was einen Stachel wiedergeben soll. Ja, das soll es gewesen sein. Eigentlich sehr, sehr coole News. Wir haben lange darauf gewartet, dass wir das erste Bild von Bumblebee sehen. Hier haben wir es nun. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie eure Meinung ist. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.